Ja, nur noch ein Touchdown und wir gewinnen das Spiel. Kommt schon. Ja, ich wusste, dass wir es schaffen. Wow, Kevin, du lässt dich aber ganz schön mitreißen, oder? Ups, war ich das? Ah, sieht so aus, als müsstest du da was reparieren. Meinst du nicht auch? Oh Mann, ich habe das Ding kaputt gemacht, oder? Meine Mutter wird mich umbringen. Oh, ich muss das irgendwie jetzt reparieren. Wow. Alles klar, Kevin. Lass uns mal um die Ecke denken. Hast du irgendwas im Haus, mit dem du die Uhr reparieren kannst? Oh, Kevins Gehirn arbeitet. Für diesen Hack brauchst du eine Schallplatte und ein paar Dominosteine. Nimm den Motor der Uhr, der die Batterie hält, und stecke ihn in das Loch in der Mitte der Schallplatte. Wenn du das Ganze ein paar Mal drehst, sollte es ganz gut stecken bleiben. Nimm so eine kleine Unterlegscheibe und lege sie über das Loch auf der anderen Seite, um den Motor zu fixieren. Als nächstes schraubst du eine Metallmutter drauf. Leg dann den Sekundenzeiger der Uhr darüber. Dann machst du dasselbe mit dem Minutenzeiger. Und du beendest das Ganze mit dem Stundenzeiger. Als Zahlen für die Uhr klebst du mit etwas Heißkleber die entsprechenden Dominosteine an. Siehst du? Ein 12er Dominostein ist die 12 auf der Uhr. Mach weiter, bis du alle Stundenzahlen angebracht hast. Häng dein Werk an die Wand und du hast eine brandneue Uhr. Und, wie sieht sie aus, Kevin? Oh, die sieht ja noch besser aus als die Uhr, die da vorher war. Hey, warum stehst du denn hier rum? Schau dir mal mein neuestes Werk an. Ziemlich cool, findest du nicht? Mit Freunden zu basteln macht echt Spaß. Naja, zumindest solange man effizient teilt. Wo ist denn die Schere? Oh. Mach einfach weiter, ja. Ich reiß das Klebeband einfach ab. Macht ihr Witze? Das wird langsam lächerlich. Oh, schau mal, Kabelbinder. Damit kann ich arbeiten. Einfach wie hier um die Rolle Klebeband wickeln. Und wenn es erstmal fest ist, dann schneide das überflüssige Plastik ab. Jetzt kannst du es wie einen Klebebandroller verwenden. Kann ich das mal haben? Ich reiße es einfach ab? Wow, das ist ziemlich praktisch, Lana. Spontane Movie Nights sind das Beste. Bis ein wichtiges Ereignis in die Quere kommt. Ich habe kein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter besorgt. Ich bastle ihr einfach was. Mütter lieben sowas, oder? Geht's dir gut, Adam? Okay, das sollte reichen. Ja, also die Idee ist schön, aber das sieht ja jetzt nicht besonders aus. Ach, und du hast auch eine Schweinerei hinterlassen. Hey, das ist hübsch. Lass mich mal was ausprobieren. Möchtest du eine unvergessliche Geburtstagskarte erstellen? Dann klebt das Papier fest. Ja, und schabe etwas von der Kreide ab. Je mehr Farben, desto besser. Dann verwischst du sie mit deinem Finger. Misch die Farben Stück für Stück. Zeit für die zweite Hälfte. Und für einen lustigen Effekt. Mach jetzt ein anderes Muster. Zeit wieder zu wischen. Achte darauf, dass du alles schön zusammenfügst. Wow. Gib dem Bild jetzt noch ein bisschen Tiefe. Sehr schön. Und deine Schablone hilft dir mit den Planeten. Mit Weiß machst du nicht nur coole Formen, du kannst auch Sterne machen. Vergiss aber nicht, alles zu verwischen. Das ist ein intergalaktisches Meisterwerk. Jetzt ist meine traurige Karte etwas Besonderes geworden. Ah, Mama. Also manchmal, ach, da ist das Leben so vollgestopft, dass wir wichtige Ereignisse vergessen. Wie zum Beispiel Evas erstes Konzert. Oh, und ich habe ihr auch kein Geschenk besorgt. Ach, die Blumen werden reichen. Ah, die wird sie lieben.
aber sie sind nicht besonders originell. Hey, Eva! Oh, was denn mit dir passiert? Und Regentage sind das absolut Schlimmste. Na. Ich kann den Schirm gut gebrauchen. Willst du einen kaputten Regenschirm wiederverwenden? Befestige den Stoff einfach wieder an den Zinken. Dann nimmst du einen Blumenstrauß und steckst ein Bündel in jede Falte. Ein hübsches Band ist ein toller Abschluss. Und es hält alles an seinem Platz. Binde eine Schleife und fertig. Eva sieht da oben fantastisch aus. Ah, danke fürs Kommen, Leute. Wow, ach du meine Güte. Oh, die sind umwerfend, Sophia. Bravo! In der Kunst geht es darum, im Fluss zu bleiben. Und nichts bringt dich aus der Ruhe. Nicht mal ein Freund mit einem Sandwich. Ach, na, so kann ich nicht essen. Okay, ich gehe wieder in die Küche. Dieser Teller ist gar nicht schmutzig. Na, dann schneid doch ein Loch hinein und verwandle den Teller in eine Palette. Verwende alte Flaschendeckel wie diese für die Farben, wenn du malst. Ich wette, Van Gogh wäre neidisch auf diese Palette. Und hast du das Durcheinander satt, Lana? Tada! Ich zeige dir, wie es funktioniert. Gib einfach die Farbe in die kleinen Kappen. Und jetzt hast du kein Farbchaos mehr. Und es ist genug Platz für einen Freund neben dir zu sitzen. Wow, schaut euch Bellas Konzentration an. Wenn man ein Stillleben malt, muss man wirklich konzentriert sein, um auf jedes einzelne Detail zu achten. Oh ja, dieses Ding wird auf jeden Fall kühlschranktürwürdig sein. Vielleicht sogar Bilderrahmenstatus. Naja, das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann, ohne dass ich das ganze Teil umrande. Aber wenn ich es mir recht überlege, vielleicht dient diese Zeichnung eher als Übungsrunde. Ja, wir werfen das einfach mal hier rüber. Oh nee, Bella, deine Farbe. Mensch, ich hätte wissen müssen, dass das passieren würde. Los, trockne schneller. Hey, ich frag mich, ob ich diesen Strohhalm benutzen kann. Oh, wenn ich da reinblase, trocknet es vielleicht. Wow, seht euch diese fantastischen Linien an. Oh, das sieht cool aus. Ja, das sieht cool aus. Sehe nur ich das so oder habe ich gerade das perfekte Bild eines Baumes geschaffen? Oh, und vielleicht sollte ich ein paar Blumen mit diesen Wattestäbchen hinzufügen. Wenn du mit einem Wattestäbchen Farbe auf die Äste deiner Bäume tupfst, bekommst du natürlich aussehende Blumen. Aber sei gewarnt, es kann ein paar Minuten dauern, also sei auf jeden Fall geduldig. Wow, wer hätte gedacht, dass so einfache Bewegungen ein so beeindruckendes Meisterwerk schaffen können? Das ist schön, Bella. Nun, ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Bin ich brillant oder was? Okay, Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. An die Arbeit. Ich baue mir mal meinen Kram hier auf. Oh nee, oh, ich habe keine pinke Farbe mehr. Ich hätte schwören können, dass ich gerade erst welche gekauft habe. Naja, wenigstens habe ich noch gelb. Und die ist auch leer. Ma, ganz toll. Oh, das ist echt blöd. Vielleicht werden ein paar süße Leckereien deine Laune verbessern. Na klar, warum nicht? Wow, da haben wir den Salat. Es regnet Skittles. Oh, Mann, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Hey, schau dir mal mein Wasserglas an. Die Süßigkeiten haben es grün eingefärbt. Oh, das sieht so cool aus. Ja, fast schon, als wäre es radioaktiv. Wenn das nur ein einziger Schokoladendrop geschafft hat, überleg dir mal, was für andere Farben wir da noch machen können. Wenn du eine leere Box wie diese hast, kannst du versuchen, deine ganz eigene Süßigkeiten-Farbpalette zu erstellen. Leg ein paar Schokoladendrops hinein und gib ein bisschen Wasser drauf. Sieht aus wie echte Wasserfarbe. Na, wer braucht da schon einen Bastelladen, wenn man einfach seine Lieblingssüßigkeiten verwenden kann? Also die Mädels wurden definitiv von ihrer Zufallsentdeckung inspiriert. Sehr schön. Also, ich würde sagen, das letzte Kunstwerk ist auf jeden Fall einen Rahmen wert, oder? Oder?